Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar One. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier so eine Kopfgeldaktion nochmal. Irgendwie müssen wir ja an die Moneten rankommen, ne? Für diese ganze Aktion. Wurde ja auch langsam Zeit. Geh auf Position für Anflug. Ich habe halt auch so ein Spiel, das ist echt. Da muss man dranbleiben. Wenn man zu sehr raus ist, dann steigt man da schlecht wieder ein oder auch gar nicht und kann man quasi von vorn anfangen zu spielen. Das ist schon übel. Das ist auf jeden Fall so ein Projekt für dann, wenn man sehr viel Zeit am Stück hat, so Urlaub oder so. Oder eben Corona, wie in meinem jetzigen Fall. Also nicht, dass ich Corona habe, aber du bist die Umstände zeigen, ne? Hierher zu kommen schreit nach Ärger. Mehr Ärger, als du vertragen kannst. Vielleicht der verkehrte Weg, den zuerst zu killen und dann gegen die anderen zu gehen. Das probiere ich jetzt nochmal. Soll nicht sein, ja. Warum soll das jetzt so rattenschwer sein? Das sehe ich gar nicht ein. Man jetzt ein wenig Geduld haben mit dem Spiel hier, ja. Ich meine, ich könnte natürlich auch einfach wieder den Schwierigkeitsgrad runterdrehen, aber das wäre ja irgendwie auch langweilig. Ein bisschen Herausforderung soll ja schon sein, ne? Wie bei Wing Commander. Da habe ich dann zwischendurch meinen Schwierigkeitsgrad, ne? Ja komm, ich gehe mal zuerst nur auf die Komplizen drauf. In der Hoffnung, dass er nicht abdüst und die Mission dann fehlt. Du bist tollkühn oder dumm. Hierher zu kommen schreit nach Ärger. Mehr Ärger als du vertragen kannst. Nun gut, du willst es anscheinend auf die harte Tour. Das ist ja nur noch er da. Gewesen. Mal. Da ist der Typ. Oh. Er hat den Boss erledigt. Dafür zahlt er jetzt. Mission ist aber schon mal erfüllt. Manchmal muss man nur die Taktik ein wenig ändern. Doch geht das klar, ne?
und tschüss. Oh, lief doch hier am Schnürchen. Ab zur Handelsstation, nächste Mission. Wir brauchen ja nur 120.000, ne? Nur. Ja. Da muss ich vielleicht gewissermaßen noch warm spielen. So, was gibt uns das Terminal? Das ist doch mal ein Kopfgeld. Da einige der letzten Lieferungen beschlagnahmt wurden, kommt es derzeit zu Engpässen bei Spirituosen. Ich frage zwei Frachter sind verkehrt. Ich muss sich hierbei nicht zwangsweise um Frachter des Konzerns handeln. Ja, dass die Niederlassung des Konzerns wird Drogen bestimmt nicht sehen. Denkt auch noch so. Kopfgeldjäger nicht, dass ich gegen Kopfgeldjäger gehen soll. Das ist halt in meinem Gewissen Verlock und dann in der Waffe von Silber. Zuverlässigen Pilot. Bitte beachten Sie, auf dieser Station dürfen Sie. Ja komm, das probieren wir mal, das klingt interessant. Direkt in einem Nebensystem, okay. Das klingt doch gut. Du willst die Sache also erledigen. Nun gut. Dein Ziel reist in einem Frachter bei folgenden Koordinaten. Du musst ihn erwischen, bevor er die Station erreicht. Sonst beschützen ihn die Patrouillen. Viel Glück. Da also rüber. Okay. Ja, dann. Das sollten wir wohl hinkriegen, nehme ich an. Diplomatenfrachter an ankommendes Schiff. Sie kommen wie gerufen. Wir haben den einen wichtigen Politiker an Bord, der zur Handelsstation gebracht werden muss. Unsere Sensoren haben mehrere Schiffe geortet, die Kurs auf uns genommen haben. Bitte helfen Sie uns! Moment mal. Ich soll den Frachter eigentlich zerstören, ne? Speichert das mal vorher. Arbeite ich hier gerade etwa Piraten oder so? Hey, pass auf, auf wen du schießt! Gott steht uns bei. Sie sind gar nicht hier, um uns zu helfen. Jetzt muss ich aber weg hier. Vorbestraft. Das könnte sonst Ärger geben. Aber ich glaube, das bleibt jetzt gerade auch erstmal so. Du weißt, dass du hier steckbrieflich gesucht wirst? Das ist übel. Schnell weg. Wird man das denn wieder los? Aber ich bin, glaube ich, von 3 auf 2 schon runter, ne? Du weißt, dass du hier steckbrieflich gesucht wirst? Ja, komm, jetzt haben wir erstmal Piraten. Boing.
Ja, es sollte ja vielleicht abhauen. Machen wir mal. Nur noch zwei von diesen Sternen nach. Du weißt, dass du hier steckbrieflich gesucht wirst? Oh shit. Die sind ordentlich hinter mir her. Deswegen kann ich jetzt diese Zeitgeschichte nicht machen. Und ich kann auch nicht springen. Das ist jetzt natürlich, ja. Ja, diese Mission war eine blöde Idee. Mit etwas Glück oder auch mit etwas Pech. Ich höre es irgendwie schießen, kann das sein? Aufgrund von Lieferungsengpässen ist es zu einer Verknappung von Minen. Ja, Assassinen-Ink muss man nicht haben. Mich dann auch im GU-System nicht blicken lassen. Das sind alles keine Aufträge, die mir gefallen wollen. Ja. Die ein gutes Ende nehmen. Also irgendwie ist das nichts. Ne? Wobei ich natürlich diesen Auftrag annehmen kann und helfe diesem Frachter jetzt. Ne? Das können wir machen. Machen wir auch. Dann geht der halt flöten, der Auftrag, aber ich krieg halt das Geld für die Piratenabballerei, ne? Das macht dann Sinn. Ja, Erfolg ist hier in vielerlei Hinsichten möglich, aber das ist halt erstmal alles so wirre. Ah, du willst die Sache also erledigen. Nun gut. Dein Ziel reist in einem Frachter bei folgenden Koordinaten. Du musst ihn erwischen, bevor er die Station erreicht. Sonst beschützen ihn die Patrouillen. Viel Glück. Tagebucheintrag. Oh, jetzt war ich zu langsam, oder wie? Ach so, nee, ich muss ja erst springen. So, kann schon sagen, was soll das jetzt? Naja. Wie das halt so sein kann, ne? So, da ist jetzt dieser Frachter, da ist der Politiker drin. Also nochmal hinfliegen und dann die Piraten fertig machen gleich. Diplomatenfrachter an ankommendes Schiff. Sie kommen wie gerufen. Wir haben den einen wichtigen Politiker an Bord, der zur Handelsstation gebracht werden muss. Unsere Sensoren haben mehrere Schiffe geortet, die Kurs auf uns genommen haben. Bitte helfen Sie uns. Mission scheitert natürlich. Ne? Es gab jetzt aber glaube ich auch kein Geld, weil das keine Piraten waren. Ne? Das ist natürlich übel. Aber ja gut, was soll's. Spaß gemacht hat's trotzdem.
Deutlich. Gehe auf Kurs. Ja, aber für Piraten oder dergleichen arbeite ich nicht, ne? Mach mich hier strafbar und lass mich abschießen wieder. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Frachtschiff in Position. Wohin damit? Tja, Mission gescheitert, aber soll uns recht sein. Schauen wir mal, was wir jetzt hier so für Aufträge kriegen können. Achtung, Bodenpersonal. 600 Tonnen Frachter kommt rein. Systemverwaltung, das scheint ein guter Auftraggeber zu sein, weil hier geht es nämlich wieder um Piraten, ja? Oder lange gesuchte Verbrecher, aber ja. Den nehmen wir uns vor. Selbe Taktik wie vorhin. Erstmal gegen die Komplizen. Ne? Na, wollt ihr mich noch nicht als Feind erkennen oder wie? Du bist tollkühn oder dumm. Hierher zu kommen, schreit mal Ärger. Mehr Ärger, als du vertragen kannst. Mhm. Du entkommst mir nicht. Ein Terraner sitzt uns im Nacken. Wir verdienen uns jetzt den Restgeld, den wir noch brauchen, ja. Topgelder. So sieht die Sache aus. Würde ich sagen, und dann holen wir den 6 Lichtjahre Feldantrieb, den wir noch brauchen, unbedingt. Das kriegen wir ja sogar noch runter hier. Mal her, das Ding. Das speichern wir jetzt noch schön ab. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Star One.